Hi Leute, heute zeige ich euch meine beste Runde Bloons Tower Defense 6. Also ihr seht das schon, ich bin bei Runde 113. So weit habe ich es wirklich noch nie geschafft. Wie gesagt, ich bin Anfänger, habe jetzt aber so langsam raus, wie ich viel Geld bekomme und wie ich am besten ja ein paar Sachen upgrade. Ihr seht hier, also ich zeige euch mal, was ich alles auf dem Feld habe. Ich spiele die Halloween Map, den Kürbis, und ich habe hier schon mal ganz viele solche Banken, ne? Hier, die produzieren alle Runde 15% Zinsen und das kann ich dann einsammeln und dann habe ich das Geld. Also Geldprobleme sind nicht wirklich am Start. Ich habe auch ganz viele Alchemisten auf dem Feld, unter anderem auch hier einen, der ist voll geupgradet hier unten auf Blumenmeister Alchemist. Damit kann er alle möglichen Bloons in rote Bloons verwandeln. Ich habe unter anderem auch noch einen Helikopter, der die Fähigkeit hat, dass ich zum Beispiel solche Drops bekomme wie Geld oder Leben. Schaut mal auf mein Leben, ich habe 912 Leben. Ja, mein Held ist Open Greenfoot, den mag ich sehr. Dann habe ich hier ein Affendorf geupgradet. Ich habe auch hier drei Nagelfabriken, da, da und da. Und ich habe einen Erzmagier. Und ich habe den hier auf Full geupgradet, den Zauberaffe. Also, muss sagen, richtig geil. Und den hier habe ich auch noch, den könnte ich theoretisch auf Sonnentempel, aber weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Dann habe ich hier zweimal einen Eisaffe. Warte mal, kann ich den hier wegmachen, den Heli? Nee, aber darunter ist auf jeden Fall nochmal so ein Eisaffe, den kann ich aber noch nicht upgraden. Und ich habe den Sturmdruiden hier, der pustet alles Mögliche weg. Und ich habe hier noch einen Ninja am Start, also geht hier gerade ganz gut ab. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das, weil sonst würde mir das eh keiner glauben. Ich würde jetzt nämlich gerne noch das hier upgraden auf Moab Killer. Maximale Upgrades. Ach scheiße, ich kann das gar nicht mehr upgraden. Warte mal, wir verkaufen das nochmal. Ich möchte das nämlich gerne hier auf Moab Killer upgraden. Eliminator, also das da. Hä? Warum kann ich das nicht mehr upgraden? Warum fehlt hier? Hier fehlt noch das fünfte Upgrade. Warum geht das nicht? Oh Mann, jetzt bin ich wieder maximal verwirrt. Leute! Wundert euch nicht, falls es gleich Performance-Probleme gibt. Das liegt ganz allein an dem Spiel und weil da einfach so viel passiert. Ich habe übrigens noch ein U-Boot, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, ein U-Boot. Ja, Subkommandant heißt es hier. Da steht dann der Commander und alle U-Boote in dessen Radius werden zusätzlich durch... Oh, okay, könnte man theoretisch machen. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, yo, Alter... Ich nehme das ganze Geld und upgrade das hier. So, jetzt haben wir hier noch das U-Boot geupgradet. Also, ich muss echt sagen, es ist meine beste Runde. Ich habe 912 Leben und jetzt seht ihr die Performance. Ja, RIP. Und bevor es abstürzt, wollte ich das unbedingt mit euch teilen. Unbedingt. Deswegen, Leute. Oh mein Gott. Lasst mir gerne eine Bewertung da, wenn ihr es feiert, wie weit ich es geschafft habe. Und schreibt in die Kommentare, was war eure Runde? Wie weit seid ihr am meisten gekommen? Hier, guck mal hier, der schwarze Phönix, ey. Richtig geil. Oh, hier seht ihr wieder Performance-Probleme. Und das geht die ganze Zeit so. Ich rechne jeden Moment damit, dass es abstürzt. Und deswegen möchte ich es für die Nachwelt einfach festhalten. Boah, also geht ihr richtig, richtig gut ab. Macht auch gerade richtig Spaß. Und ich gucke jetzt mal, wie weit ich noch komme. So, let's go. Ich weiß nicht, also das ist alles komplett für mich Neuland. Runde 114, aber geht alles richtig gut klar, ne? Also ich hätte gerne hier noch ein paar mehr Upgrades für die Dingensbumsens, aber ja, da fehlen mir die Erfahrungspunkte und je später man im Spiel ist, desto weniger Erfahrungspunkte bekommt man. Also ich könnte jetzt theoretisch hier unten reingehen und das da zum Beispiel noch produzieren, falls was hier durchkommt, ne? So Permastacheln hat man mir immer empfohlen. Setze ich jetzt einfach mal hier hin. Aber ihr seht, geht easy hier. Ne? Alles sofort down. Und macht richtig Bock. Bam. Hier habe ich schon wieder 4000 drin. Das wird sich wieder erhöhen. Das ist richtig geil. Na, guck mal, hier kommt der Phönix wieder. Und da unten dieser Sturmdruide, da müsst ihr mal drauf gucken. Der weht sogar die roten Moabs weg. Was ich richtig heftig finde. So, da kommt ein Fetter. Warum kann ich den nicht upgraden? Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber gut. Vielleicht kann ich nur einen Moab Eliminator machen. Ich weiß nicht warum, aber egal. So, zack. Zack. So.
einfach mal voll draufballern. Hier unten können wir jetzt das tödliche Nagel. Und bei 25.000 können wir die Permastacheln. Jawoll! Das ist jetzt mein Ziel, dass ich noch ein paar Permastacheln rausbringe. Batz! Das da vorne regelt sich ja alles von alleine. Guck mal hier, die werden alle weggeweht. Das ist unfassbar. Muss einfach sagen, ich find's der Wahnsinn. So, nächste zerstören. Jetzt wird's so langsam immer ein bisschen schwieriger. Aber ihr seht, die Roten hier werden weggeweht durch diesen Druiden da unten. Das finde ich einfach enorm heftig und richtig OP einfach. Wir sind jetzt schon Runde 115. Heilige Scheiße. So, wir ballern einfach immer direkt raus. So, guckt euch das an. Ich find's klasse. Oh mein Gott. Bam. Ja, sowas kommt bei rum, wenn ich mal eine Runde privat spiele, ne? Ich meine, die Alchemisten, die kriegen momentan auch gar kein Geld wieder raus, weil so wenig, also die Bloons, die schaffen es nicht mal zu den Alchemisten. Es kommen mittlerweile nur noch Moabs. Ist richtig heftig. Und ich habe 1000 Leben! Alter, das ist wirklich ohne Scheiß meine beste Runde, die ich je hatte. Es ist nämlich so ziemlich gerade meine Geldquelle ein bisschen abhanden gekommen. Also die Alchemisten-Geldquelle, die ist am Anfang richtig OP. So. Ballern wir wieder voll rein hier. Upp. Guck mal, das Geld kommt jetzt ganz langsam, weil die kommen gar nicht so wirklich weit, ne? Da kommen kaum noch Bloons oder sonst was. Es wird alles eher weggeweht, was ich richtig heftig finde einfach. Wow. Okay, nice. Also, bin begeistert. Jetzt hätte ich 11.000 wieder. Wir warten aber noch, weil wir würden gerne das da ja auf Perma upgraden. So, warte, ich kann ja hier schnellere Produktion noch reinballern erstmal. So, let's go. So, jetzt kommen wieder Bloons. Das heißt, es kommt wieder Geld, weil die verwandeln die Bloons. Die Alchemisten verwandeln die Bloons in Geld. Und hier habe ich noch ein bisschen Geld. Also, dieser Heli, muss ich sagen, ist richtig geil. Weil der droppt mir immer Leben und ein bisschen Geld. Also kann ich empfehlen, diesen Heli. Wom, bam. So, der Phönix ist am Start. Richtig geil, Mann. Woo! Jetzt kommt der Wald hier. So, der explodiert jetzt bestimmt auch gleich. Alter. Das ist halt echt einfach nur krank. Oh mein Gott, okay, da sind wieder Bananen am Start. Hier gibt alles wieder ein bisschen Geld. Oh, ich kann die Bank auf Dingens upgraden mit IAF-Kredit. Aber warte mal noch. So, let's go. Bam. So, wie viel ist gerade drin? 13.000. Ja, wir warten noch kurz, dass ich ein bisschen was übrig habe, wenn ich das Upgrade hier mache. So, Alter, was für eine Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt noch so lange durchhalte. Ist echt heftig. So, ja, dann machen wir das so. Collect all. Zack. Und. Oh, fuck. Hat nicht ganz gereicht. Scheiße, ich habe mich verrechnet. Egal. Macht nichts. Haben wir trotzdem gleich zusammen. Haben wir gleich wirklich zusammen hier. So, und der Sturmdruide pustet sogar die weg. Das ist hoheftig. Manchmal kommen welche durch, aber hier ist ja mein Erzmagier und so weiter. Also, ja, geht hier richtig gut ab. So, jetzt wurden wieder Leben irgendwo gedroppt hier. Wie viel Leben habe ich jetzt? Nee, hä? Wo ist die Lebenskiste? Hä, es wurde gerade eben Leben getroppt. Ich hab's genau gesehen, Mann. Oh, oh, jetzt eskaliert es gerade wieder ein bisschen. Alter Schwede. Bam. So, ich kann jetzt aber auch... Warte, so 25.000 haben wir. Upgrade auf Permastachel. Holy shit. Das hatte ich auch noch nie. Also mittlerweile habe ich das mit dem Geld voll im Griff, Leute. Alter. Runde 118. Oh, ich entschuldige mich sehr für die Lags zwischendrin. Das sind die Performance-Probleme. Oh mein Gott. Ich spiele das ganze Jahr mit dem Emulator auf BlueStacks. Bin am überlegen, ob ich mir das auf Steam kaufen soll. Alter, wir haben es geschafft. Wir sind Runde 118. Muss man sich mal geben. Ja. Ich könnte das jetzt mal hier drauf upgraden. Und jetzt, was passiert dann, wenn ich das 6.000 kostet? Was macht der IAF-Kredit? So, da kann ich, bringt dir
Die muss ich aber nach einer Zeit zurückzahlen. Also ich kann mir dann von jeder Bank Kredit holen. Ist das korrekt? Heilige Mutter Gottes. Oh, da kommen gerade welche. Oh, 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 oh. Ah, es geht aber immer noch echt gut klar hier. Bam. Bam. Das ist heftig. Ich frage mich aber, warum ich das hier nicht upgraden kann. Auf Eliminator. Das ist echt heftig. So, da kommt wieder Geld. Ich wette, ihr habt absolut null Durchblick, was hier abgeht. Aber Leute, ich kann euch beruhigen. Ich habe genauso wenig Durchblick. Find's einfach nur heftig. Und so wie es aussieht, kann ich das Ganze noch so ein bisschen weitermachen. Na? Deswegen, ich möchte mich an der Stelle jetzt einfach mal verabschieden. Und am Ende des Games melde ich mich nochmal. So Leute, da war die Niederlage, ne? Also ich habe bis Runde 121 geschafft. Ihr seht, es kamen hier ein paar von denen, die sind einfach gerade durchgerusht. Also ich habe gerade meinen Rekord bei Runde 121. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Runde euer Rekord war. Dann, sage ich, lasst einen Like da, wenn euch diese kleine Folge gefallen hat. Und, ja, bis dann und tschüss.